Flughafen Hamburg. Ein Unternehmer auf dem Weg nach Madagaskar. Er sucht Arbeitskräfte. Es gibt einen ganz alten Unternehmerspruch: Es gibt keinen Ersatz für Umsatz. Wenn ich keine Hände habe, kann ich keinen Umsatz machen. Und dazu brauche ich eben Leute, die Lust haben, die motiviert sind. Er ist auf der Suche nach Auszubildenden. Jetzt kam gerade schon Boarding. Geht alles gut, alles gut. Sehr gut. Dann fangen wir mal an. Es ist natürlich Aufregung und Interesse, ein anderes Land kennenzulernen und die Kultur und die Menschen, ganz klar. Aber es ist schon keine Spaßreise. Dankeschön, schönen Abend. If you already have a boarding pass for your connecting flight, can you proceed directly? 15 Stunden Flug liegen vor ihm. Denn für seinen Ferien- und Freizeitpark an der Ostsee findet er in Europa kaum noch Personal. Drei, zwei, eins und es läuft! 10 Tage zuvor. Party am Weißenhäuser Strand. Geschäftsführer David Depenau hat eingeladen. Jetzt, wo Sie da sind. Danke fürs Kommen. Nach vorne. So, nach vorne, gut. Der Ferien- und Freizeitpark wird 50 Jahre alt. Super, danke dir. Ja, bis gleich. Der Weißenhäuser Strand ist ein Tourismusmagnet in Schleswig-Holstein. Fast 1 Million Gäste kommen pro Jahr. 700 Menschen arbeiten hier. Doch es wird für Depenau immer schwieriger, Personal zu finden. Seit 13 Jahren macht er diesen Job. David Depenau, die Bühne, das Publikum gehört nur dir. Ja, liebe Gäste, auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Geburtstagsfeier. Der Ferien- und Freizeitpark steht heute an seinem 50. Geburtstag nach einem halben Jahrhundert seiner Existenz in voller Blüte da und strotzt vor Kraft. Das geht nur mit ausreichend und mit motivierten Mitarbeitern. Und deshalb meine große Bitte an die heute anwesenden Politiker, die ein oder andere Fußfessel für unsere Branche endlich dauerhaft zu entfernen und uns notwendige Hilfestellungen zu geben. Beispielsweise mit einem längst überfälligen und überlebensnotwendigen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das dann bitte auch wirklich seinen Namen verdient. Der deutsche Arbeitsmarkt ist leergefegt. 2 Millionen Stellen sind unbesetzt, so viele wie noch nie. In der Hotel- und Gastronomiebranche ist es besonders schlimm. Niedrige Löhne, unattraktive Arbeitszeiten. Mittlerweile fehlt sogar der Nachwuchs. Vor 30 Jahren war das genauso. Dann hat man eine Ausbildungsstelle oder zwei ausgeschrieben und man hat ungelogen 150, 200 Bewerbungen gekriegt. Alle schriftlich, korrekt, mit richtigen Anschreiben. Alles das, was wir uns heute noch träumen. Heute kriegst du teilweise keine einzige Bewerbung mehr. Deswegen sitzt David Depenau 10 Tage später im Flugzeug nach Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar. Hello, Mr. Depenau. Depenau, yes. Voilà. Yes. 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 Thank you. Thank you. Madagaskar ist eines der ärmsten Länder der Welt. 80% der Menschen leben von weniger als 2 Euro pro Tag. David Depenau ist zum ersten Mal hier. Ein Kollege hat ihm von einer Schule erzählt, in der junge Menschen Deutsch lernen. Er fliegt mehrmals im Jahr ins Ausland, um Personal zu finden. Zeugnisse sind für ihn zweitrangig. Ich gucke mir die Leute an, welche Ausstrahlung sie haben. Haben sie einen Glanz in den Augen? Wie drücken sie die Hand kräftig? Das heißt, ist da eine Körperspannung da? Das sind alles so kleine Mosaiksteine, dass man sieht, hat jemand eine Motivation, hat jemand Lust auf die Aufgabe?
Das Fachliche, das kann man dann hinterher immer noch beibringen. Oui, c'est bien. Ah, oui. À bientôt. Merci. Bonjour. Hallo. À votre sanitaire. Das ist Daniel, kann auch schon Deutsch. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Dans votre langue. Aber sehr schön, dass das hier. Danke, dass ich da sein darf. Ja, cool, dass du da bist. Ja. Die Leiterin der Schule, Angelique Steffek, ist Deutsche. 3, 4, 5 Unterrichtsräume haben wir. Sehr gut. Die Schülerinnen und Schüler, die hier lernen, haben ein Ziel. Einen Ausbildungsvertrag in Deutschland. Ah, 16. David Depenau wird sie gleich kennenlernen. Nee, nicht ah, 16. Knapp 9000 Kilometer weiter nördlich, am Weißenhäuser Strand. Während ihr Chef in Madagaskar nach Azubis sucht, werben Christine Hartmann und Verena Butler vom Personalbüro aus um Arbeitskräfte. Weltweit. Man muss sich nicht einbilden, dass man hier am Schreibtisch sitzen bleiben kann und das Telefon klingelt oder die Post kommt und man kriegt das hier auf dem Silbertablett präsentiert. Im Gegenteil. Wenn die Menschen nicht aus der EU kommen, wird es richtig kompliziert. Wenn die Politiker jetzt sagen, wir brauchen die Fachkräfte, wir öffnen die Türen und dann wird alles besser und sie können die einstellen. Ja, so einfach, wie Sie sehen, ist das leider nicht. Christine Hartmann möchte noch vor dem Winter 2 Masseure aus Thailand einstellen. Mit den 2 Bewerbern ist alles besprochen. Doch bevor die kommen dürfen, müssen diverse deutsche Behörden zustimmen. Die Ausländerbehörde, die Bundesagentur für Arbeit, die deutsche Botschaft in Bangkok. Eine weitere Institution prüft, ob die thailändischen Bewerber auch nach deutschen Standards ausgebildet sind. In diesem Fall zuständig das Kompetenzzentrum der Industrie- und Handelskammer zur Feststellung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsabschlüsse. Kurz FOSA. Also sobald ich die Visen habe, ja. Buchen. Für Christine Hartmanns Bewerber in Thailand heißt das, ihr Weg in einen deutschen Job startet mit einem mehrseitigen Antrag. Den verschicken wir erstmal per E-Mail an den Bewerber, der diesen für uns ausfüllen muss. Wir können da nur bedingt helfen, weil der hat einige Seiten. Also das ist das Antragsformular der IHK FOSA. Und dann muss man hier den Referenzberuf eintragen. Man muss die ausländische Ausbildung eintragen. Wo hat man gelernt, studiert? Praxisdauer in Monaten muss genau aufgelistet werden. Also bis alles so ist, dass wir sagen können, damit können wir zur IHK FOSA, ist ein ständiges Hin- und Herschicken, Anpassen, Nachfragen. Mit allen Anhängen kann der Antrag schnell 100 Seiten lang werden. Bei Christine Hartmanns Bewerbern aus Thailand zieht sich der Prozess bereits über Monate hin. Dabei ist Masseur ein Mangelberuf. Und die thailändischen Bewerber wären hier hoch willkommen. Das ist total ärgerlich. Da hat jetzt jemand vielleicht 10 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Techniken der Thai-Massage, kommt aber aufgrund der Strukturen, die hier gefragt werden, nicht durch das Verfahren. Christine Hartmann hofft, dass die Bewerber nicht die Geduld verlieren und abspringen. Zurück in Madagaskar. Hallo zusammen. Hallo. Deutschkurs. Was haben wir das letzte Mal gelernt? Servietten falten. Diese Schülerinnen und Schüler lernen Deutsch für die Hotel- und Gastronomiebranche. Ja, und dann die Stecken und Servietten falten, müsst ihr dann noch zu Hause viel üben. Das braucht ihr für die Ausbildung. Hm? Jetzt möchte ich unseren Gast willkommen heißen. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank. Weil viele haben wir mich gefragt, was ist denn das für ein Hotel? Ich leg das mal in die Mitte. Es ist nicht nur ein Hotel, es ist ein ganzer Ferien- und Freizeitpark. Genau. Ja? Und in dem Prospekt hier seht ihr auch ein bisschen die vielen verschiedenen Sachen, die wir anbieten. Der Ferien- und Freizeitpark Weißenhäuser Strand liegt an der Ostsee. Es wird im Sommer auch mal warm, aber es ist im Norden von Deutschland eher kühler. Und frag doch einfach mal reihum, was ist deine Lieblingsabteilung in einem Hotel? Wo bist du am liebsten? Okay, du magst in der Küche arbeiten. Ja. Okay. Ich möchte als Rezeptionist arbeiten. Okay. Ich treffe hier neue Menschen. Mhm. Okay. Für mich Hotelfarm. Ich schon in einem Hotel bei uns gearbeitet habe. Aha, ein bisschen Experience. Als Rezeption habe ich die Kunden empfangen. Die Kunden heißen bei uns Gäste. Ach, it's not customers, it's guests. Yeah. Yeah. In our business in general. Yeah. Gäste? Yeah, yeah, we we'll always talk about guests, not about customers. Habt ihr denn Fragen? Was interessiert euch denn? Spricht man Dialekt Deutsch oder normal Deutsch wie in Berlin? Nein, also im Norden von Deutschland gibt es zwar auch ein bisschen Dialekt, ja, Plattdeutsch, aber das meiste Deutsch kann man sehr gut verstehen. Ich würde gern als Animator in Animator. Ja. Ah, das kannst du auch. Das ist cool. Wir haben sehr, sehr viele Kinder. Da kann man sehr viel mit den Kindern machen. Es wird auch gesungen, ja. Hat sonst jemand noch eine Frage? Gibt es ein Fitnessstudio? Ja, wir haben ein großes Fitnessstudio und das darf man als Mitarbeiter auch benutzen. Es ist sehr wichtig für die Gesundheit. Ich treibe regelmäßig Sport und ich mag gern. Ja, darfst du, gerne. Aber nicht während der Arbeitszeit. Das wäre es. Wer möchte denn von euch zu uns kommen an den Weißenhäuser Strand? Wer möchte bei uns arbeiten? Ja. Am liebsten würde ich sie alle einstecken. Das war in mein Reisegepäck, aber das geht ja nun beförderungstechnisch nicht. Und das sind wirklich begeisterte junge Leute, die brennen, die ganz viel Energie reinstecken, gut Deutsch zu lernen und sich dann eine gute Berufszukunft in Deutschland erhoffen. Die Schülerinnen und Schüler investieren viel. 50 Euro kostet der Deutschunterricht pro Monat. So viel wie ein monatlicher Durchschnittslohn. Viele sehen in ihrem Land keine Perspektive. Die Zukunft ist schlimm für die Arbeitier. Das Gehalt ist zu niedrig. Deswegen wollen viele in Deutschland leben und vor allem arbeiten. Und das Leben in Madagaskar ist sehr schwierig. Deswegen die meisten jungen Leute möchten in Deutschland arbeiten. Werden einige von ihnen bald in Norddeutschland zu Hause sein? Mireille, eine der Schülerinnen, zeigt David Depenau das Viertel, in dem sie wohnt. Es bleiben ihm nur wenige Stunden, um die Stadt kennenzulernen. Madagaskar hat eine sehr junge Bevölkerung. 40% der Menschen sind unter 15. Der letzte Abend in Antananarivo. Superbe. C'est très gentil. Merci beaucoup. David Depenau hat 5 junge Madagassen ausgewählt. Noch in diesem Sommer sollen sie anfangen. Er glaubt, dass beide Seiten davon profitieren. Natürlich ist es für uns als Unternehmen eine Chance, hier motivierte junge Leute und vielleicht auch durch die Armut etwas motivierter als aus anderen Ländern zu gewinnen. Aber wenn wir sehen, welche großen Chancen wir den jungen Leuten bieten, dann weiß man, dass das keine Einseitigkeit ist, wenn junge Leute von hier nach Deutschland kommen. Aber klappt es auch mit der Einreise? Das hängt jetzt vor allem von Ihnen ab. Christine Hartmann und Verena Butler. Schon aus Madagaskar hatte ihr Chef angerufen. Als es dann auf dem Freitagnachmittag hieß, weitere 5 Azubis auf Madagaskar, go, war einem natürlich schon klar, wie dann am Wochenende schon Vorbereitungen getroffen werden mussten. Und aufgrund der Zeit, die nicht mehr so üppig war, mussten wir natürlich da Vollgas geben. Vollgas?
weil es Monate dauern kann, bis alle Papiere für das Visum vorliegen. Wird jetzt nicht mehr passen. Also mein Plan ist, dass wir am 1.8. alles an Bord haben und auch ich will jetzt keine Verzögerung mehr. Dafür nimmt Christine Hartmann Kontakt auf mit der deutschen Botschaft in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar. Aber nicht nur mit der. In diesem Jahr kommen die Azubis am Weißenhäuser Strand aus 10 verschiedenen Ländern. Das bedeutet, sie muss 10 Botschaften kontaktieren. Die Regeln für die Visaerteilung sind überall etwas anders. Und die Bearbeitung der Anträge dauert. In Brandenburg an der Havel gibt es deswegen jetzt das neue Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten. Es soll bei der Visavergabe unterstützen. Doch auch hier herrscht Fachkräftemangel. Im Januar 2024 war jede 10. Stelle unbesetzt. Gucken wir doch mal, ob wir jetzt für den wirklich alles haben. Als erstes. Genau, wir machen das mal gleich in die richtige Reihenfolge. Ich muss jetzt sagen, dass ich auch, wenn ich das jetzt mal so sehe, man bearbeitet das ja quasi in Phasen, ist das eigentlich Wahnsinn. Für die Madagassen fehlt jetzt noch ein wichtiges Papier. Die sogenannte Vorabzustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Eher eine Formsache. Das Problem? Die Bundesagentur ist überlastet. Die Wartezeiten sind lang. Da gehen Tausende von Anträgen ein und da hat man auch keine Chance, irgendwie was noch mehr zu beschleunigen oder nachzufragen oder anzurufen. Und dann müssen wir hoffen, dass der Antrag, die Vorabzustimmung, zumindest eine Stunde vor dem Botschaftstermin allerspätestens hier eintrifft. Jetzt darf es gerne trocken bleiben. Mag mal einer noch in die Wetter-App gucken, ob das dicht hält? Oder ob da noch was runterkommt. Ziehen vorbei, danke. David Depenau ist zurück aus Madagaskar. Er wartet auf den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein. Depenau, super, klasse. Wir stehen am Parkplatz und haben die Schranken offen für Sie. Ja? Bis gleich, Frau Müller, danke. Tschüss. 5 nach am Parkplatz in 15 Minuten von jetzt. David Depenau will mit Daniel Günther auch über die Einwanderung von Fachkräften reden. Das ist schon desillusionierend, wenn man sieht, wie lange solche wichtigen Themen brauchen, wie lange sie vor sich hergeschoben werden. Eine Wirtschaft kann nur wachsen, eine Wirtschaft kann nur funktionieren, bevor wir vom Wachsen reden, wenn sie genug Hände hat. Und die hat Deutschland nicht. Daniel Günther war bei der 50-Jahr-Feier im Sommer nicht dabei. Er holt den Besuch heute nach. Ich konnte Sie in die Rede einmal mit aufnehmen. Dann, die Altersleiter. Dann fahren wir einmal zur Seebrücke vor, die fast fertig ist, aber schon freigegeben ist. Die kurze Rundfahrt durch den Ferien- und Freizeitpark ist eher eine Nebensache heute. Die Hotel- und Gastronomiebranche pocht auf Erleichterungen bei der Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte. Ausgerechnet Daniel Günthers Partei, die CDU aber, tut sich schwer damit, Hürden abzubauen. Herr Günther, herzlich willkommen, Weißhäuser Strand. Wir gehen so lang, ne, das ist ja Daniel Günther zwischen Wirtschaftshilfe und Parteiraison. Jetzt haben wir aber auch Fachkräftemangel überall, nicht nur in der Gastronomie, sondern ja eigentlich im Grunde zieht sich durch alle Gewerke. Aber das ist ja die nächste Herausforderung. Menschen, die hierher kommen, um hier arbeiten zu wollen. So, wie machen wir das denn? Wir brauchen Zuwanderung und da sind wir nicht gut genug. Wir brauchen liberalere Regelungen auch in den Bereichen. Ich werbe übrigens auch immer dafür, dass wir dieser sogenannte Spurwechsel, ich darf das immer nicht sagen, weil meine Partei dann immer gleich sagt, das ist ja ganz fürchterlich, das so auszusprechen. Geflüchtete sollten schneller arbeiten dürfen, meint Günther. Auch beruflich tätig zu sein. Und ich finde, manchmal sind wir da echt immer so kompliziert, dass wir von denen erwarten, dass die besser Deutsch schreiben können als ich als Ministerpräsident. Herr Günther, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön und bis bald. So kompliziert es ist, Menschen aus dem Ausland zu holen,
Es ist immer noch einfacher, als Geflüchteten, die schon da sind, einen Job zu geben. Drei Tage vor Ausbildungsstart. Christine Hartmann erwartet die Azubis aus Madagaskar. Hello, hello, hello. Oh my God, welcome. How are you? Bis zum Schluss gab es Probleme. Doch jetzt ist es geschafft. Ja, alles gut? Ja. Ja? Oh, ich bin so glücklich, dass ihr jetzt hier seid. Ich kann das gar nicht glauben. So, der Bus steht draußen, der Fahrer wartet nur auf uns. In Deutschland kann ich endlich meinen Traum und mein Ziel erreichen. Das ist für mich die größte Chance in meinem Leben. Unsere Reise, es war sehr lang. Ich bin sehr müde, ich brauche ein Duschnehmen. Vom Hamburger Flughafen geht es nach Oldenburg in Holstein. Deutschland kennen sie bisher nur aus dem Internet. Soll ich das nehmen? Ja, komm, ich nehme das. So viele Hände hast du nicht. Und, ach, den auch Verena noch. Butler zeigt Fita Hiana, Silvio und Kevin noch. Ihr neues Zuhause. Das habe ich so viel getragen heute schon, das kriege ich auch noch hin. So, los geht's. Alle Entenmarsch. So, komm, wir packen erstmal das ganze Gepäck ins Wohnzimmer. Ohne den Nachweis einer Unterkunft hätten die Madagassen kein Visum bekommen. So, hier ist Zimmer Nummer 1. Das könnt ihr schon. Ihr könnt. Das ist. Nee, das ist das Haus. Okay, so schreibe ich das mal. Ihr wohnt genau an der Ecke. Der Arbeitgeber zahlt das tarifliche Azubi-Gehalt. Wohnen, Essen und Deutschunterricht sind kostenlos. Genau. Alles heute ist für mich eine große Überraschung. Jetzt beginnt mein neues Leben, unser neues Leben hier in Deutschland. Aber ich muss auch bewusst sein, dass die Ausbildung nicht einfach ist. Und ab jetzt muss ich gut vorbereiten. Ich muss gut meinen Tag planen. Drei Tage noch. Dann beginnt ihre Ausbildung am Weißenhäuser Strand. Die Azubis sind da. Aber Christine Hartmann braucht auch gelernte Fachkräfte, wie diesen indischen Koch. Hey, Anish. Hi, Anish. How are you? Wie geht es dir? Anish hat Kulinarik studiert. Ihn und einen anderen Absolventen würde sie gerne einstellen. Sie brauchen noch ein kleines bisschen Geduld. Ich weiß, das ist richtig schwer. Aber am Ende wird es klappen. Unser Team steht hinter Ihnen. Wir kämpfen um Sie. Wir wollen Sie unbedingt hier haben. Vielleicht mehr, als dass Sie das wollen. We want it maybe even more than you want it. You are very, very welcome. Noch gibt es kein grünes Licht von den Behörden. Christine Hartmann kann nur Menschen einstellen, deren Ausbildung in Deutschland anerkannt wird. Bei der nächsten Bewerberin ist das alles andere als einfach. Hallo! Hallo! Super! Thank you very much. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir die großartige Gelegenheit geben, mich hier vorzustellen. Die 23-jährige Mercy aus Kenia hat einen Universitätsabschluss und jahrelange Erfahrung im Hotelbereich. I already made a pre-check on your documents. Ich bin mir sicher, wenn Sie mir eine Chance geben, werde ich eine sehr gute Investition sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Mercy. Ich habe dir wirklich gerne zugehört. Du hattest dieses Strahlen in deinen Augen.
Ich merke genau, du liebst deinen Job. Doch im Gespräch wird klar, Mercys Abschluss wird in Deutschland nicht anerkannt. Auch ihre Erfahrung im Job zählt nicht. Die Person wird eigentlich überhaupt nicht gesehen. Und wir haben es hier mit Menschen zu tun. Und nichts kann unterschiedlicher sein auf dieser Welt als Menschen. Und es wird halt einfach so ein abgedruckter Lebenslauf genommen. Und da wird aussortiert, passt, passt nicht. Und das finde ich halt so wirklich schade. Auch mit den thailändischen Masseuren hat es nicht geklappt. Sie sind während der langen Prüfphase deutscher Behörden abgesprungen. Immerhin. Es gibt zwei neue Bewerberinnen aus Thailand. Die Lebensläufe passen. Sie sind jetzt beide jung und gerade fertig mit dem Studium. Ich hoffe natürlich, dass sie am Ball bleiben und dass sie das Interesse behalten. Wir fahren nach Bangkok, in die Hauptstadt Thailands. Hier an der größten privaten Universität des Landes haben die beiden Bewerberinnen für den Weißenhäuser Strand ihren Bachelor in Beauty und Wellness gemacht. Eine von ihnen ist die 23-jährige Lai Kor. Sie war die Beste ihres Jahrgangs. Jetzt möchte sie nach Deutschland. Ich versuche jetzt, alle Unterlagen für das deutsche Visum zu bekommen. Ich glaube, das wird sehr lange dauern. Alle Papiere müssen ganz korrekt sein. Wenn es auch nur einen Fehler gibt, beginnt der Prozess von vorne. Es ist wirklich kompliziert. Die Ausbildung an Lai Kors Universität ist sehr praxisorientiert. Massage hat in Thailand eine große Bedeutung. Seit Jahrhunderten wird es in Klöstern gelernt und ist lange schon Lehrfach an Universitäten. Die Absolventinnen sind weltweit gefragte Arbeitskräfte. Doch der gute Ruf zählt für deutsche Behörden nicht. Nebenan sitzt Lai Kors Lehrerin und versucht, die Papiere für die deutschen Behörden auszufüllen. Es ist mühsam. Ich versuche zu verstehen, was Sie in Deutschland wollen. Ich versuche, alle Kurse genau zu vergleichen. Wir lehren zum Beispiel auch Anatomie. Es muss aber genauso angegeben werden wie in Deutschland. Bei Sprachlehrerin Natta lernen Laike und Tuk Deutsch. Auch Tuk hat sich am Weißenhäuser Strand beworben. Sollst. S-I-S, daddy das? Ja. Wollt. Natta hilft Laike und Tuk auch bei den Papieren für Deutschland. Es gibt immer neue Überraschungen. Jetzt verlangen die Behörden, dass das Bachelor-Zertifikat, das schon auf Englisch vorliegt, auf Deutsch übersetzt werden muss. Ich habe mich gewundert, warum jetzt auf diese für beide Studenten muss dann auf Deutsch machen. Das verstehe ich auch nicht. Kann kein normaler Übersetzer das übersetzen. Die Übersetzer, dann muss dann qualifizierte Übersetzer sein oder Übersetzerin sein und das wird teuer. 3.000 Euro wird es wohl kosten. Mehr als ein halbes Jahresgehalt in Thailand. Es wird lange dauern mit dem Visum. Wenigstens habe ich dann genug Zeit, Deutsch zu lernen. Das hilft mir dann bei der Arbeit. Ich dachte, ich könnte Anfang 2024 los, aber es wird wohl Ende 2024. Noch hoffen sie, dass es klappt mit dem Job am Weißenhäuser Strand. Doch es geht nicht wirklich voran. Das Verfahren zieht sich schon monatelang hin.
bei der Botschaft kontaktieren, die antworten uns nur, wir müssen warten. Ne? Und ich glaube, wenn wir warten und warten und warten, dann ist für uns irgendwann mal es nicht mehr möglich, nach Deutschland zu gehen. 1. August. Am Weißenhäuser Strand beginnt das neue Ausbildungsjahr. Also 3, 2, 1. 40 Azubis aus 11 verschiedenen Ländern. Ja? Ja? Ja, und ihr seht jetzt, was ich euch erzählt habe, wie groß der Weißenhäuser Strand ist, ne? Wie viele Menschen hier arbeiten, auch wie viele Urlauber hier jetzt sind. In der Hochsaison haben wir manchmal 5.000, 6.000 Leute hier im Gelände, jeden Tag. Das ist sogar größer als meine Stadt. Ja, ihr gewöhnt euch dran. Ja. Ich bin überrascht. Sehr gut. Sehr schön. Machen wir mit dem ein Foto hier. Und schauen wir alle, genau, alle drauf. Mehr? So. 2, 4, Entschuldigung. So, alle drauf? Ja. 1, 2, 3. Super. Sehr gut. Vielen Dank. Also, erstmal einen guten Start jetzt. Viel Spaß in der Abteilung. Zum ersten Mal sehen die meisten von Ihnen ihren zukünftigen Arbeitsplatz. Den Ferien- und Freizeitpark Weißenhäuser Strand. Ich weiß, dass ich viel von meiner Familie, aber trotzdem, es gibt etwas zu verloren, aber auch etwas zu gewinnen. Ein Ausbilder führt sie rum. Hier vorne ist die Seebrücke. Und wenn er mal schnuppert, dann könnt ihr schon das Meer riechen hier. Drei Jahre dauert die Ausbildung. Kevin hat eine Hoffnung. Dass die Auszubildenden und die Mitarbeiter, die schon da sind, verhalten gut mit uns. Und sie machen keinen Unterschied, dass wir Madagassen, Deutschen, Franzosen, sondern verhalten gleich. Ja, ich bin sehr nervös und Stress ist auch. Ich drücke die Daumen. Ja. In Ruhe einleben? Keine Chance. Es ist mitten in der Hauptsaison. Da wird jede Hand gebraucht. Sechs Wochen später. Für die Madagassen geht es schon wieder um Papiere. Termin in der Ausländerbehörde Eutin. Ihr Visum galt nur für die Einreise. Bis Sie Ihre endgültige Aufenthaltsgenehmigung bekommen, brauchen Sie jetzt eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung. Wir haben noch nicht ein Visum bekommen. In Deutschland es gibt zu viele Papiere, immer Papiere. Die Ausländerbehörden sind für alle Menschen zuständig, die nicht aus der EU kommen. Die Zahlen steigen und damit die Zahl der Anträge. Gleichzeitig wird das Ausländerrecht immer komplizierter. Und es fehlt an Personal. In Norddeutschland sind aktuell 206 Stellen unbesetzt. Die Folge in vielen Ämtern: Frust und lange Wartezeiten. Auch hier in Eutin gibt es ein Problem. Ausbildungsleiter Carsten Teschke hat schlechte Nachrichten. Ich habe erfahren, dass das Visum im Prinzip nicht vollständig ist. So, also das, die Ausländerbehörde, das heißt also die Botschaft dort im Land, hat ein Klebchen vergessen, wo der Titel § 16a laut Ausbildung, ne, also dürfen eine Ausbildung machen, fehlt. Bange Minuten. Die Situation klärt sich. So, geschafft. Okay. Endlich. Jetzt vielen Dank fürs Warten. Das war ein kleiner Schreckmoment, weil es hieß, Moment, hier fehlt was. Ist mir noch nie untergekommen. Sehr schön. Es ist noch mal gut gegangen. Der Tag in der Ausländerbehörde. Käsekuchen.
Sehr schön, klasse. Okay, gut. Nach und nach lernen die Azubis die unterschiedlichen Bereiche des Freizeitparks kennen. Einmal Kaffee. Dankeschön. Silvio ist gerade im Hotel eingeteilt. Die ersten Monate hier in Deutschland nicht einfach für mich, ja. Also, weil die ersten Monate hier in Deutschland haben wir viele Gäste. Und ich weiß noch nicht, wie funktioniert die Arbeit hier. Und ich habe noch nicht Erfahrung. Für morgen? Oder heute Abend? Heute Abend? Am Freitag. Ja, und wie 24 für zwei Personen, ja? Ja. Ihren Namen bitte? Ich buchstabiere. Ja. K-O-N. K-O-N. C-K. C-K. Monika. Wie alle Azubis übernimmt auch Silvio von Anfang an Verantwortung im Betrieb. Okay. Auf Deutsch. Vielen Dank. Bis morgen dann. Ja. Ja. Danke. Bitte schön. Das ist stressig manchmal. Ich mache das gleichzeitig im Restaurant und hier mache ich das schneller. Ja, und Teller abräumen immer schneller, und weil ein neuer Gast kommt, du musst das schnell abwischen. Einmal Kaffee hier. Brauchen Sie Milch? Silvios Kollege Kevin arbeitet zurzeit im Housekeeping. Das bedeutet auch, Betten machen unter der Aufsicht der leitenden Hausdame. Kevin, darf ich dir einmal zeigen, wie du das richtig machst? Schau mal. Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Das ist diese Hotelfalte. Ja? Und dann legst du das möglichst gerade hier runter und ziehst es stramm. So muss es richtig aussehen. Ja? Machst du das auf diesen Seiten auch noch mal. Ja? Ja, sieht schon besser aus. Und die Chefin guckst du mich ein bisschen stressig. Du brauchst keinen Stress haben. Kevin, pass auf. Auch hier machst du es ganz einfach. Dann nimmst du die geschlossene Seite immer hierher, ja? Immer zum Anblick für die Gäste. So, dass die zum Abschluss richtig gezogen, genau. Ich möchte hier bleiben. Ich würde gerne vielleicht an der Rezeption arbeiten. Aber während der Ausbildung muss man alle Abteilungen gucken, wie hier läuft. Und vielleicht nach einem Jahr kann ich mich entscheiden, wo kann ich meine zukünftig, in welcher Abteilung will ich fertig arbeiten. Aber momentan, ich weiß nicht genau. Housekeeping? Nee, ich glaube nicht. Zu Hause in der Azubi-WG. Silvio hatte gestern Geburtstag. Er ist 25 geworden. Bis spät in der Nacht hat er gefeiert. Mit den anderen aus seinem Jahrgang. Aber ohne Familie. Es ist ein bisschen traurig für mich. Meine Familie ist da mit mir, mit meinem Geburtstag zusammen feiern. Und dann feiere ich mit meinen Freunden. Und ja, meine Freunde, alle meine Freunde sind da für mich. Sie ist ein bisschen Familie für mich. Manchmal ein bisschen schwer. Hi, Lizuki. Hi. Oh, Manova, Salama. Salama. Rief zum Mandalo, die von Anruf in Madagaskar.
Am Telefon sind seine Mutter, seine Tante und seine Schwester. Sie wollen diese Kuh essen, ja. Kato. Telefonieren ist für viele Azubis aus dem Ausland die einzige Möglichkeit, um in Kontakt mit ihren Familien zu bleiben. Ein Flugticket nach Hause ist noch zu teuer. Sieben Kilometer weiter im Büro am Weißenhäuser Strand. Geschäftsführer David Depenau spricht heute mit seinem Personalteam über das nächste Jahr. Also wir sind dieses Jahr hinausgeschossen durch meine Zusatzakquise in Madagaskar. Wie wollen wir da weiter verfahren? Thema unter anderem das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das vieles einfacher machen soll. Aber konkret kann man jetzt noch nicht sagen, dass du sagst, das ist jetzt der Türöffner oder das ist der. Es verbirgt sich eventuell Potenzial, aber dass man jetzt Hurra schreit, das ist die Lösung und worauf wir alle gewartet haben, das können wir jetzt so noch gar nicht bewerten. Okay. Bisher haben es weder die Masseurinnen aus Thailand noch der Koch aus Indien an den Weißenhäuser Strand geschafft. Eine eher frustrierende Bilanz. Und die neuen Regeln, die teilweise schon gelten, werden diese Verfahren wohl nicht beschleunigen. Auf den ersten Blick geben Neuerungen und neue Gesetze Hoffnung, dass es jetzt leichter geht, dass es vor allem schneller geht. Aber wenn man dann anfängt, sich die Lebensläufe und Zeugnisse anzugucken, dann kommt doch Ernüchterung immer wieder zutage. Und es ist doch alles nicht so leicht, wie man sich das gewünscht hätte. Und so wird David Depenau auch in Zukunft auf Reisen gehen und als Geschäftsführer persönlich nach Arbeitskräften suchen. Und das funktioniert anscheinend ganz gut und deswegen sind wir toi toi toi, auch heute noch, glaube ich, einer der wenigen in unserer Branche in Deutschland, die keine Leistungen einschränken, schließen oder reduzieren mussten. Und da sind wir sehr stolz drauf. Hostie. Seit 6 Monaten leben Silvio und Kevin in Schleswig-Holstein. Am schönsten davon. Anruf bei ihrer ehemaligen Deutschlehrerin aus Madagaskar. Hallo, Frau Stewek. Gucken Sie mal, wie schön das Meer ist. Wir haben dich vermisst. Wann kommen Sie bei uns? Oh, aber nicht, wenn es so kalt ist. Ja, es ist so kalt. Das ist so kalt. 4 Grad. Fühlt ihr euch wohl? Ja, die Ausbildung läuft gut. Alles gut in der Berufsschule. Ciao. Ja, ciao. Gut 2 Jahre Ausbildung liegen noch vor Ihnen. 2 Jahre, in denen aus den Azubis Fachkräfte werden. Fachkräfte, die Deutschland so dringend braucht. Ich würde gern hier in Deutschland bleiben, ja. Ich finde es hier in Deutschland eine beste Arbeit finden nach der Ausbildung. Und baue ich mein Leben hier. In Deutschland kann man eine schöne Zukunft gründen oder machen. Das ist, ich glaube, das ist eine der größten Gelegenheiten in meines Lebens. Ich muss das ergreifen.